Ja, unsere zweite Begegnung hier im Winners. Dafung gegen Flora. Auch schon eine Begegnung, die man öfter mal sehen konnte. Allerdings ist das, glaube ich, auch schon ein bisschen her. Das ist immer so ein Auf und Ab bei den beiden. Also, wer gewinnt und wer verliert. Das ist schwer abzuschätzen. Da wechseln die beiden sich dann auch immer ab. Ja, genau. Also, ich würde schon sagen, dass Dafung öfter gewonnen hat. Aber jetzt im Moment, die Form von Flora ist echt gut. Jetzt gerade aber hier eine ganz gute Lead für Dafung. Ja, mal gucken, ob er die halten kann. Flora ist immer sehr gefährlich mit diesem Back Air, also so mit dem Hammer mal nach hinten. Ja. Auch gerade ihr Edge Guard, ne? So ja, genau. Mit ihrem Side B dann zusammen in der Verbindung mit dem Neutral B. Das weiß sie dann eigentlich auch schon ganz gut, genau zu nutzen, wie jetzt zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber allgemein auch starke Leistung von den beiden bis jetzt hier gesehen. Ja, auf jeden Fall. Also gerade, dass Flora wieder Erste in ihrem Pool geworden ist mit Nice Face zusammen. Also Nice Face war in dem Pool und er wurde sowohl von Fuego Elo als auch von Flora besiegt. Das ist auf jeden Fall ziemlich strong. Nice Face, einer der stärksten Spieler hier aus dem Norden. Mhm. Man kann auch sagen, so hat die Hamburger Szene so quasi herangezüchtet, weil er sowohl Turniere gespielt hat, als auch veranstaltet und auch immer wieder Coach gemacht hat, so Coaching-Zeit gemacht hat. Also ein Mann mit Willen und Expertise auf jeden Fall. Ja, genau. Und zeigt das dann auch gerne nochmal am Controller. Sehr schön. Ja, safe. Und ist jetzt gerade im Losers und spielt gegen Ian. Also ich bin mal gespannt, wie das Ganze endet. Wie gesagt, dieses Format haben wir jetzt so noch nicht gespielt. Wir hatten das ja immer so gemacht, dass man praktisch nach den Pools direkt im Top 8 ist. Und jetzt haben wir eine Runde vorher noch. Dass man halt praktisch, ja, die als Dritter im Losers startet und im Winners, wenn man ja Erster oder Zweiter geworden ist. Erste Runde haben wir eben gerade gesehen, SDN gegen Ian. Genau, das ging recht fix. Ja, doch, genau. Generell SDN-Matches, wenn er jetzt nicht gerade gegen Weiße spielen muss, geht das auch meistens schnell. Okay, also sehr solide von Dafung. Ja. Hier ein Stock-Lead und ich sag mal so, also falls dann das Stock doch weg ist, dann wird es meistens knapper, als man denkt. Also wäre der Stock da von Dafung noch weg gewesen, wäre wahrscheinlich Lasted geworden. Es bleibt meistens nicht bei ja, Close. Ich meine bei, ja, das ist praktisch schwer wird langsam, aber ja, also wir konnten sehen, Dafung hat den Stock gehalten und dementsprechend ja, einen kleinen Puffer noch drin gehabt. Aber hat sich auch sehr gut angepasst, ne? Also wurde ein bisschen kontrolliert, ein bisschen um zu gucken, wie verhalte ich mich jetzt an der Edge, ne? Dann jeder kleinste Fehler ist da ja wirklich gravierend nachher im Endeffekt. Dafung ist auch einfach sehr gut an der Edge, muss man dazu sagen, also sowohl offstage als auch onstage. Sehr, sehr clean. Jetzt zum Beispiel gucken wir mal, was er vorhat. Okay. Auch da wieder irgendwie geschafft, an die Edge zu kommen. Und das killt noch nicht. Boah, DDD so heavy. Das war so weit oben einfach. So, weil davon weiß ich auch einfach wirklich so bedacht ranzugehen. Ne? Wenn er da zu schnell reingeht, dann kann das dann doch irgendwie nachher im Endeffekt nach hinten losgehen, ne? Mhm. Gerade mit den Zeitbild, wir sehen es jetzt hier gerade, jedes Mal zwar mit Neutral Air dann wieder zurückgeschossen, aber... Oh, weil die Sidebees hitten jetzt langsam wieder und die Lead ist gar nicht mehr so groß, die Dafung hatte. Ah, okay, das ist die Neutral B, die Dafung gerade hat, weil es ja Mii Fighter, der hat ja hin und wieder auch andere Sets und, oh, Down Smash und ich habe auch gesehen, dass Dafung zwischendurch auch ein anderes Set hatte, also den, wo er diese Kugel wirft, IB. Ah, okay, ja, das ist halt das Gute daran, ne? Du kannst dann dich halt danach absetzen, was du für einen Gegner jetzt als nächstes haben wirst. Ja, genau. DDD mit vielen Sprüngen und so, da lohnt es sich vielleicht nicht, die Bola zu nehmen. Oh, und wieder ein Early Kill. Boah. Stark.
Das Juggling ist on point hier. Ja, richtig stark von Dafong. Der Funk spielt auch einfach sehr intelligent, muss man sagen. Und sehr fein. Also, Feinmotorik, das Microspacing. Oh. Ja, bewusste Chases, ne? Mhm. Ja, hier Flora jetzt mit 104%. Muss noch 2 Stocks aufholen. Mhm. Das ging dann doch schneller, als man dachte. Mhm. Der Funk kommt in die nächste Runde und ist jetzt praktisch schon in der